Jeder Morgen beginnt damit, sich fertig zu machen, abzubauen und zusammenzupacken. Mittlerweile brauchen wir dafür circa eine Stunde. Hier fahren wir vom Campingplatz ab, welcher wirklich schön gelegen ist, nicht parzelliert und es ist alles Freestyle-mäßig da. War echt gut. Wir sind jetzt gerade um 8.15 Uhr losgefahren, ein paar Meter zurück, hier zum Donauradweg. Und jetzt machen wir uns auf den Weg von Hausen im Tal nach Ehingen. Das sind 94 Kilometer. Ich blende euch mal die Komoot-Route ein. Ihr könnt natürlich mir wie immer folgen auf Komoot und da dann die Touren für euch übernehmen. Und wir fahren jetzt in den frühen Schatten. Oh ja, Schatten. Aua, aua, aua. Das ist der Campingplatz von der anderen Seite. Wir fahren wieder in die Sonne. Ja. Ja. Mega. Wir haben gerade gesagt, dass es so schön ist, früh morgens zu starten. Denn es ist noch so ruhig, so friedlich. Einfach klasse. Ja, echt herrlich. Ja. Ja, jetzt ist es irgendwie 8.36 Uhr. Und die nächste Aufgabe, die ansteht, ist einen Bäcker suchen. Kaffee, ja, Kaffee, Teilchen. Süße Teilchen natürlich. Hoppeldi hopp. Links ist ein WC für Radler. Ah, da vorne ist noch ein Camp. Thank you.
Ja, das sind diese Zeltplätze, ne? Wir glauben gerade, einen Bäcker ausfindig gemacht zu haben. Da fahren wir jetzt hin. Der ist in der Nähe von der Donau. So, wir haben gefrühstückt und Anne sattelt auf. Es geht weiter. Und wieder an der Donau. Uiuiui. Ui, 1,80 ist 1,80. Ich habe mich trotzdem geduckt, auch wenn ich wirklich kleiner bin. Wir fahren gerade eine schöne Schleife. Wir fahren jetzt mal hier rein. Es ist 11 Uhr, wir haben 40 Kilometer hinter uns und jetzt wird es wirklich warm. Deswegen ziehen wir jetzt die Funktionsunterwäsche, die wir morgens immer noch die ersten Stunden anhaben, wegen Wind und Fahrkälte. Ziehen wir das jetzt aus, die Socken aus und was wollen wir noch machen? Eincremen. Ja. Und noch mal ein paar Handtücher, die nass sind, außen am Fahrrad befestigen. Wir fangen gerade los und ich denke, hä, Anne? Wolltest du das nicht ausziehen, aber? Das ist ein Armsleeve. Oder ein Armling. Oder ein Armling, genau.
Und den wollte ich schon die ganze Zeit mal austesten. Und ich glaube, das ist das ideale Wetter dafür. Und so kann ich nämlich praktisch das Trikot hinten alles mit den Taschen nutzen und habe vorne aber noch geschützt. Ja, guck, wenn da, dann kann nichts mehr passieren, oder? Genau. Zu mehr reicht es noch nicht. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen üben. Wir können hier unsere Räder sauber machen. Ja, aber jetzt sind sie ja noch gar nicht so dreckig, ja, oder? Das stimmt, irgendwie noch gar nicht. Ne? Bisschen staubig im Vergleich zu Altmühle. Ja, haben wir aktuell echt noch Glück. Wir sind jetzt mal auf der Suche, ich glaube, wir sind in Riedlingen, wenn ich es richtig weiß, nach einem Supermarkt für einen kleinen Happen. Kurz beim Rewe eingekauft und schon ging's weiter. Wir haben jetzt hier während der Mittagspause das Zelt ausgebreitet. Dann trocknet das jetzt und dann brauchen wir das heute Abend im Hotel nicht auszupacken und trocknen. Dann ist das schon geschehen. Ja, und dann haben wir hier ein paar bisschen Möhren, ein paar Teilchen, Äpfel und Limo. So, es geht weiter. Es wurde gerade richtig warm bei 23 Grad in der Sonne. Jetzt sind wir wieder froh, dass wir den Fahrtwind haben. Ja. Das sind Welten. Das ist, pass auf, ja. Gegenfront. Ja. Entschuldigung. Wenn man sein Zelt am Wegesrand zum Trocknen ausbreitet, ist man auf jeden Fall ein Hingucker. Das haben wir gemerkt. Anne und die Kamera. Es ist immer noch ein Abenteuer. Ja. Geschafft. Ich hatte gerade immer das Gefühl, ich stoße gleich von links und rechts an.
Strecke scheint gerade umfangreiche Baumaßnahmen stattzufinden. Ja. Jo, wir hatten echt gerade ein sehr steiles Stück. Da mussten sogar E-Biker schieben. Wir sind noch hochgekommen mit unserem Gepäck oder trotz unseres Gepäcks. Ich denke, da haben vielleicht mal die 85 Newtonmeter wirklich was gebracht. Ja, schon heavy, ne? Ja, 20% war das Steigungsschild. Links, links. Entschuldigung. Da, ja, 20%. Und ja, war richtig anstrengend. Ja. Auch. Aber wir sind durchgefahren. Ja. 25 Kilometer. Da steht's angeschlagen. Ehingen 25 Kilometer. Das sieht jetzt erstmal schlecht aus, aber vor einer Minute kamen uns welche entgegen. Die haben nichts gesagt, von daher wird es wohl gehen. Geht hier leicht bergab. Können wir runterrollen auf dem Rasen. Sollte klappen. Okay. Cool. Okay. Ups. Und noch eine Meeresenge. Pass auf, nicht da in die Grube fahren. Ja. Radlerrastplatz, ja, das könnte was sein. Manchmal läuft es auch verhext. Jetzt haben wir uns innerhalb von 100 Metern zweimal verfahren. Es sind jetzt noch 6 Kilometer bis zum Hotel. Einen Corona-Test brauche ich auch dafür. Wie der Zufall so will, liegt das Testzentrum aber auf dem Weg einen Kilometer vorher. Und das steuern wir jetzt als nächstes Mal an. Wir fahren gerade nach Ehingen rein. Hier ist dann auch das Hotel. Ich habe nach Campingplätzen gesucht, habe aber nur Zeltplätze gefunden. Ja, und deswegen gehen wir heute mal ins Hotel. Die Teststation soll jetzt hier im Alp-Donau-Center sein. Und da vorne dieser Glaskomplex, das ist die ehemalige Firmenzentrale von Anton Schlecker. Ist ja vor einigen Jahren pleite gegangen. Ja, das ist ja überschaubar. 3-4 Nasen und wir. Dann stellen wir uns hier mal an. Der Test ist gemacht. Die Schlange ist jetzt ein bisschen länger geworden. Hat jetzt doch eine halbe Stunde gedauert. Ja, die Abläufe laufen da nicht so. Die können paralleler laufen. Ja. Was mich wundert ist, dass die einen gar nicht nach dem Perso fragen. Ja? Also jetzt, ja, da kann man auch Schmuh betreiben. Hotel Adler, 400 Meter. So, da links ist es. Hallo. 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 Hotel und Restaurant. Ach, ich habe hier mal gepackt. Ich war hier schon mal. Früher mit meinem alten Arbeitgeber. Krass, witzig. Hier hatten wir mal Weihnachtsessen. Ja, echt? Ja. Und, war's ja, gut? Ein Kollege kam hierher und wir waren tagsüber ins Zementwerk zur Besichtigung. So, es ist jetzt ein paar Stunden später. Wir sind gut im Hotel angekommen, sind geduscht,
Das Zimmer ist gut, die Räder stehen abgeschlossen in der Garage hier. Das war auch klasse. Dann waren wir noch kurz in der Stadt von Ehingen, haben da ein paar Aufnahmen gemacht und dann heute Abend haben wir uns richtig gut gehen lassen hier im hauseigenen Restaurant. Das ist Paulas Alp. Da haben wir ganz toll zu Abend gegessen, sehr zu empfehlen. Unsere Bäuche freuen sich schon noch aufs Bett. Sinnvoll, genau. Wir legen uns jetzt hin. Und das ist dann auch das Stichwort. Ne? Gute Nacht für heute. Gute Nacht. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Ciao, ciao. Tschüss.